Die Rachenmandel ist Gewebe des körpereigenen Immunsystems. Es befindet sich hinter dem Zäpfchen oberhalb der Mundhöhle. Gerade bei kleinen Kindern ist dieses Gewebe häufig stark vergrößert und kann zu einer behinderten Nasenatmung, aber auch Probleme mit den Ohren, wie zum Beispiel Hörminderung und wiederkehrende Paukenergüsse führen. Bei Erwachsenen ist in der Regel dieses Gewebe komplett zurückgebildet und nicht mehr nachweisbar.